Österreich-Ungarn. Die Statistiker streiten sich, ob es der 92. oder 93. Länderkampf zwischen beiden Nationen ist. Die Hauptsache aber, es geht gegen den Erbfeind, wie wir in Österreich unseren Traditionsgegner Ungarn, natürlich nur im besten sportlichen Sinne gemeint, bezeichnen. Was die Länderspiele Österreich-Ungarn im Praterstadion seit Jahren auszeichnet, 90 Minuten Dramatik und Spannung, fehlt auch diesmal nicht. Doch zuerst die Mannschaftsaufstellungen. Österreich hat 10 Mann im Tor, Happel und Kovanz in der Verteidigung. Die Deckung mit Hanapi, Otzwirk und Joksch und der Angriff von rechts Strittig, Decker, Dienst, Steuersball und Auretnik. Ungarn hat Henny im Tor, Verteidigung Rudasch und Balog, Lauferei Boschik, Lorant und Schakariasch und schließlich der Angriff mit Budaj, Kosic, Deák, Puskás und Šedaj. Schiedsrichter ist der Engländer Evans, das Stadion wie immer mit 62.000 Zuschauern ausverkauft. Diesmal war zur Sicherung gegen kartenlose Gratisblitzer sogar ein mächtiger Polizeikordon um die Kampfbahn gezogen worden. Österreich hat Anstoß und, na, ich will nichts verraten. Österreich liegt im Angriff. Otzwirk am Ball, treibt das Leder nach vorne, spielt ab zu Dienst. Der zu Decker, aber abgewehrt von Schakariasz. Steuersball kann jedoch ausbessern. Stoissi jetzt flach zurück zu Otzwirk. Unser Mittelläufer leitet weiter zu Gernhardt. Gernhardt schaut und jetzt eine weite Vorlage für Auretnik. Rudasch, der rechte Beck der Ungarn, ist jedoch schneller da und stößt das Leder über die Seitenlinie. Einwurf für Österreich auf der linken Seite. Beusel Gernhardt wirft ein zu Auretnik. Auretnik sofort Volley zur Mitte. Und da ist Decker. Schuss. Tor. Eine prachtvolle Aktion. Auretnik flankte blitzschnell mit dem rechten Fuß präzise ein. Und Decker hat nicht lange gefakelt. Unhaltbar ging sein Schuss in die linke untere Ecke. Sie können sich vorstellen, was sich im Stadion abspielt. Schon nach 2 Minuten Spielzeit 1:0 für Österreich. Man glaubt, in einem Hexenkessel zu sein. Zumal Österreich weiter vehement angreift. Eine Bombe von Dienst geht nur um Zentimeter über die Querlatte und Auretnik trifft die linke Stange. Wir haben in dieser großartigen Drangperiode Pech, während die Ungarn glücklicher sind. 8. Minute der ersten Halbzeit. Abstoß vom Tor der Österreicher. Seemann tritt das Leder weit nach vorne auf die linke Seite zu Auretnik. Harry stoppt elegant, flach weiter zum Steuersball. Steuersball zu Otzwirk, der wieder zu Auretnik. Ein schönes Triangelspiel, aber der Harry, diesmal ist ihm die Flanken angerissen. Boschik. Der rechte Läufer der Ungarn hat sich den Ball erkämpft, spielt steil nach vorne zu Puskás. Das ist gefährlich. Puskás zu Kosic, wieder zurück zu Puskás. Der schießt, um Gottes Willen, der Ball geht ins Netz. Seemann ist geschlagen, die Ungarn haben ausgeglichen. Nach dem 1:1 kommen die Ungarn auf. Wir haben unsere große Chance, 2 oder 3 Tore zu schießen, schon vorher verpasst. Man bemerkt mit ungutem Gefühl, dass unsere Läuferei nachlässt. Otzwirk, der nicht ganz fit antrat und Gernhardt, spielen schlecht ab, auch Hanapi hat man schon besser gesehen. Dann schlägt es 2-mal im österreichischen Tor ein. Lorant ist die Endstation für unseren Angriff. Seinen Abschlag nimmt Puskás auf. Der Halblinke zurück zum rechten Läufer Boschik. Boschik jetzt eine ideale Vorlage für Budaj. Sehr kritisch, Budaj flankt herein. Da ist Deák, der schießt und, um Gottes Willen, der Ball ist im Netz. Seemann muss kapitulieren, Ungarn führt 2:1. Und dann in der 27. Minute. Seiteneinwurf für Ungarn. Boschik wirft ein zu Deák. Der wird angegangen von Kovanz und Otzwirk. Beide bringen das Leder jedoch nicht weg. Sehr gefährlich. Deák jetzt zum freistehenden links außen Šedaj. Der schießt an die Stange. Aber da ist Deák. Nachschuss. Und wieder hat es eingeschlagen. Damit hatten die Ungarn sogar eine 3:1 Führung erreicht. Dann gab es noch ein Tor vor der Pause. Diesmal aber Gott sei Dank für uns. Gernhardt bricht durch, überspielt einen Gegner, 2 Gegner, aber Boschik fährt im letzten Moment dazwischen und rettet in den Corner. Harry Auretnik wird ihn treten, läuft an, etwas zu kurz zur Mitte, Steuersball verlängert, Volley, da ist Dienst mit dem Kopf, Tor! Gott sei Dank, ein Goal ist auf der Welt, der ungarische Torhüter muss kapitulieren. Mit 3:2 für Ungarn werden die Seiten gewechselt und bald, in der 49. Minute, fällt endlich der heiß ersehnte Ausgleich. Gernhardt nimmt den vom Balog abgeschlossenen Ball auf, spielt hoch hinein zu Dienst. Und Dienst wird gefault von Lorant. Dienst liegt am Boden und jetzt wird er auch hinausgetragen. Ein klarer Fall von 11 Meter. Schiedsrichter Evans zeigt auch auf den Punkt. Da ist der Pfiff, Decker läuft an, Schuss in die linke Ecke, Tor, unhaltbar. Der Ausgleich, das 3:3 ist da. Nun rollt Angriff auf Angriff gegen das ungarische Tor. Dienst, Steuersball und Strittig vergeben jedoch die besten Chancen.
Dann fällt unsere Deckung wieder zurück, die Ungarn kommen auf und in der 73. Minute ist unser Schicksal besiegelt. Der Rechtsaußen der Ungarn, Budai, ist am Ball, spielt zu Puskás. Puskás schleppt Hanapi, das Leder kommt wieder zu Budai. Der Rechtsaußen zieht davon und wird von Gernhardt jetzt von rückwärts gelegt. Joi, das ist ein hartes Schicksal. Es gibt einen Elfmeter gegen Österreich und das beim Stand von 3:3. Budai ist verletzt, er wird hinausgetragen. Es dauert einige Zeit, bis Schiedsrichter Evans den Elfmeter treten lässt. Wir halten Walter Zehmann die Daumen, dass er den Ball halten kann. Da kommt der Pfiff, Puskás läuft an, um Gottes Willen. Schuss und drinnen im Netz. Zehmann ist geschlagen. Die Ungarn führen durch den Penalty 4:3. Verzweifelte Angriffe der Österreicher nützen nichts mehr. Dienst hat noch eine große Gelegenheit. Eine Flanke von Steuersball schießt der Volley aus 4 Metern knapp daneben. Die Ungarn verteidigen sich geschickt und siegen schließlich knapp mit 4:3 Toren. Seit Kriegsende war dies die erste Niederlage der Österreicher gegen Ungarn auf Wiener Boden.